Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder mal was Neues gemacht in der letzten Folge. Wir haben erstmal unsere Felder hier beleuchtet, was, wie ich finde, wow, extrem hell ist. Es ist eigentlich noch Nacht, aber es wird gerade hell, leider. Jetzt kann man nicht mehr so sehen, wie extrem hell das eigentlich jetzt ist. Hier so eigentlich, ich sage sehr oft eigentlich, das sollte ich mir abgewöhnen. Der blöde Busch ist im Weg, na super. Eigentlich wollte ich jetzt hier außen rumgehen und das nochmal zeigen. Auf jeden Fall ist das extrem hell, das finde ich ziemlich cool. In der Mitte sind so dunkle Stellen, das finde ich nicht so cool, das sieht merkwürdig aus, aber das ist jetzt völlig egal. Ich rede extrem schnell, das tut mir leid. Ja, ich habe überlegt, wir basteln jetzt heute vielleicht nochmal weiter an unserem Rathaus. Das haben wir ja schon, so zwei, drei Folgen nicht mehr gemacht, ne? Nee, das ist ja jetzt, Felderbau haben wir ja, ach du Gott. Ja, was haben wir da? Wie lange? 10, 12 Folgen, schätze ich mal. Das war Folge 203, 204. Da haben wir, glaube ich, mit so einem Rathaus angefangen. Das sind dann so um die 20 Folgen. Ja, 15 bis 20 Folgen, denke ich mal, waren wir jetzt an den Feldern. Wir müssen aber hier nochmal bauen. Allerdings ist das Problem, dass ich da nochmal ein bisschen Holz brauche. Da muss ich nämlich Holz holen gehen. Das ist ein bisschen doof. Ich gucke mal. Ich habe nicht allzu viel im Inventar. Dann können wir direkt drüber gehen in den Wald. Dann gehen wir ein bisschen Holz hacken. Das ist dann mal was. Ja, dann bauen wir da ein bisschen dran weiter. Ich möchte ja gerne mal mit fertig werden. Finde ich echt doof, dass ich jetzt Holz hacken muss. Ich möchte gar kein Holz hacken. Manu. Naja, egal. Wenn es sein muss, dann muss es wohl sein. Kann man nichts machen. Wird man nichts machen. Der Baum ist echt krüppelig. Nee, ist er echt. Und der auch. Was habe ich denn hier mal gemacht? Oder sind die so gewachsen? Der ist einfach nach dahin total un... ne? Und der ist auch zur selben Richtung. Als ob da mal einer stand und da auch. Naja, das ist ja auch das ganz Tolle hier bei Minecraft. Minecraft, wenn du zwei Bäume nebeneinander hast, direkt nebeneinander, und deren Laub miteinander verzwickt ist, und du reißt jetzt einen von den beiden ab, dann bleibt das Laub von dem, den du abgerissen hast, genau. Deutsch ist schon eine schwere Sprache, ne? Auf jeden Fall bleibt das Laub von dem, den du abgerissen hast, da, aber der Rest ist halt, der Stamm ist weg. Aber das Laub bleibt da. Boah, ist das verwirrend, Mensch. Naja, das finde ich extrem witzig und dann entsteht sowas wie da hinten. Kann man jetzt noch sehen, dank Optifine, danke. Ich schwimme in die falsche Richtung, oh oh. Das finde ich sehr lustig, aber generell ist das Spiel hier teilweise echt lustig. Zum Beispiel... diese eckigen Bäume hier, überhaupt ist alles eckig. Nee, das ist ja normal für Minecraft. Das ist eigentlich auch das Besondere an dem Spiel, finde ich. Das macht es auch irgendwo aus, dass alles eckig ist. Ich würde sagen, es, oder ich persönlich fände es langweilig, wenn das Spiel nicht... Hier ist eine Höhle? Autsch. Hier ist eine Höhle? Alter, wo kommt denn das her? Was soll das? Da will man mal gemütlich hierher gehen und ein bisschen was erzählen. Da ist ein Mammut im Weg und man kann nicht bauen. Kollege... Katze, geh doch mal auf Seite mit dir. Danke. So, ich persönlich würde sagen, zum Beispiel das Spiel 7 Days to Die, das ist ja so ähnlich, nur halt hier und da ein bisschen anders und bessere Grafik, definitiv. Ich würde es doof finden, weil Minecraft jetzt eine ähnlich gute Grafik hätte und das alles abgerundet wäre und es gar nicht mehr diese Blöcke gäbe. Das wäre zum Beispiel doof. Das ist halt typisch Minecraft, finde ich, und das muss so sein. Wäre doof, wenn es nicht so wäre. Und ja... ist zwar teilweise recht witzig, aber mit Texturenpaket finde ich das noch sehr viel schöner. Das Standard-Texturenpaket ist zwar schon, aber, ja, das hatte ich ja auch schon mal. Das Minecraft ist ja mein Lieblingstexturenpaket. Das wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Nur ist das Problem, dass es da halt mit der, mit den neuen Versionen, was mit dem, denn mit dem Baum passiert hier. Der ist ja echt... perfekt, wie mit dem Messer einmal hier abgeschnitten. Das ist ja echt voll geil. Den reiße ich jetzt ab. So. Zack. Was wollte ich sagen? Ah ja, das Minecraft, das ist da nur mit der Anpassung an die jeweiligen Versionen. Hier ist ja genau dasselbe. Ein bisschen doof, weil... das Ganze macht ja die Honeyball. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum das so lange dauert. Oder, ne? Sondern die macht ja selber auch Let's Plays hier. Auf YouTube. Und... ich denke mal, die hat sowieso viel zu tun und es macht ja leider nun mal sonst keiner. Und da ist das Problem, das dauert dann immer ein kleines bisschen. Gut, das ist jetzt eigentlich auch kein Problem mit den Versionen, mit den Updates.
Ich hatte ja jetzt vorher auf der 1.6.2, muss man sich mal vorstellen, die ganze Zeit das 1.4.4 Texturenpaket. Das ist ziemlich cool. Das ist schon ordentlich was dazwischen. Danach kam ja die 1.4.7 nach der 1.4.4, glaube ich. Oder 1.4.5, gab es das auch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kam dann die 1.4.7 irgendwann. Danach kam die 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.7, 1.7.2, 1.7.4, irgendwie so. Ich glaube, das war nicht ganz korrekt. Ich glaube, es gibt auch 1.7.1. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall dauert das alles ein bisschen. So, das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Dafür habe ich jetzt so lange gelabert. Ja, ich bin schon teilweise eine Labertasche. Da kann ich aber nichts für. So, wie viel haben wir denn schon an Holz? Ich gucke schon hier unten auf die Uhr. 56, das ist gut. Ich glaube zwar nicht, dass wir da mit hinkommen, aber. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr. Welchen Baum reiße ich? Ah ja, den reiße ich ab. Ja, Kollege, du kommst weg. Kannst du vergessen, bleibst hier nicht stehen. Weihnachten ist zwar vorbei. Ah ja, genau, Weihnachten fällt mir gerade ein. Super, dass ich das gesagt habe. Ich habe ja in der vorletzten Folge von der Biomes Changer Mod erzählt, die halt deine Biome verändert. So ein kleiner Block, der aussieht wie das Leuchtfeuer, durch den du dann halt deine Biome verändern kannst. Habe ich zwar leider noch nicht geguckt, aber müsste ich irgendwann mal machen. Und zwar hätte ich das vielleicht sogar ganz gerne mal hier installiert. Ist nur das Problem, dass ich nicht glaube, dass es das für die 1.6.2 gibt. Aber weiß man ja nicht. Kann ich ja mal gucken. Muss ich mal gucken. Es schneit, das ist cool. Ich hätte es echt gerne, dass in meiner Welt da mal schneit. Da vorne bei mir. Da ist ja eigentlich so ein Standardbiom, wo es halt regnet, wenn es denn dann mal stürmt oder regnet oder sonst was. Was es leider in letzter Zeit relativ häufig, selten tut, meine ich. Ja, die hätte ich gerne, die Mod. Muss ich mal gucken. Das wäre bestimmt ganz cool, wenn wir es dann bei uns schneien lassen. Da kann man auch noch ganz andere schöne Sachen mitmachen. Nur möchte ich mir meine Welt nicht damit kaputt machen. Des Weiteren sind hier Cobblestones, die hier nichts zu suchen haben. Oh, Regen, finde ich doof. Ich gehe noch ein paar Bäume sammeln. Ich wollte noch was sagen. Jetzt habe ich vergessen, was. Ah. Ja, Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen, dann sage ich es gleich. Der Schnee ist echt extremst dicht. Hier, überhaupt Regen, Schnee, das ist alles saudicht hier. Finde ich ein bisschen doof, weil. Ja, okay, jetzt geht's eigentlich. Aber wenn man hier so durchläuft, aber das hat schon was von der Realität, ne? Wenn es schneit und es schneit richtig, dann hast du es auch so, wenn du da durchläufst, dann so, musst du mir die Augen zumachen. Ja, hast recht, Bär, hast recht. Ja, ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Naja, ich guck mal, wie viel Holz habe ich? 64, 37. Na egal, ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. So, ich glaube, wir hauen dann mal ab, ne? Und dann basteln wir noch mal ein bisschen weiter an unserem Rathaus. Das muss ja auch mal fertig gemacht werden, nachdem ich den Baum hier mitgenommen habe. Ah, ich finde den Regen so ätzend, dieses die ganze Zeit. Das ist total doof. Ah, nee, da kriege ich die Krise hier. Nee, da denke ich immer daran, dass es hier dann bald auch in echt regnet und Regen finde ich total ätzend im Real Life. So wie in Minecraft. Das war jetzt gerade aber nicht ich, oder? Crazy. Naja, macht nichts. Aber was ich schön finde, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, wir hatten ja letztens da schöne FPS-Problemchen. Aus welchen Gründen auch immer. Das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen stabilisiert. Das ist besser geworden. Aber da ist Minecraft ja auch unter anderem bekannt für, ne? Für Probleme mit der FPS oder überhaupt mit der Performance. Oder Performance, so wird es ja geschrieben. Die Engine ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Aber leider kann ich nicht programmieren. Sonst hätte ich da was gemacht, ne? Weiß ich gar nicht. Gibt es eigentlich. Also, es gibt Performance-Unterstützungs-Mod-mäßig für Minecraft halt das Optifine. Das ist halt. Kennt ja jeder hier den hier, es sei denn, ihr seid Neuling, was Minecraft angeht, dann ist das kein Problem. Erkläre ich das eben. Optifine unterstützt halt Minecraft. Ja, performancemäßig, da kannst du halt alles Mögliche einstellen. Zum Beispiel gehst du hier auf Option Grafik Einstellungen, dann hast du hier 10 Milliarden Optionen zum Einstellen. Zum Beispiel hier Chunk Loading Multicore. Ich rede wieder sehr schnell. Ich glaube, das kann man aber auch ohne. Auf jeden Fall kann man hier Details und Animation, Performance, Other, Quality und.
Da kann man halt 10 Milliarden Sachen einstellen und halt. Normalerweise ist es bei Minecraft so, du kannst halt Grafikeinstellung schön oder Grafikeinstellung schnell. So, das war's. Mehr geht nicht. Bei schnell hast du halt zum Beispiel die Blätter, kannst du nicht durchgucken. Das Gras ist halt auch nicht so das Schönste. Und auch sonst geht so, ne? Ist halt alles darauf ausgelegt, dass der PC halt mehr leisten kann, dass er nicht, oder besser gesagt, dass er nicht so viel leisten muss bei dem Spiel, was ja, was man nicht unterschätzen sollte, doch relativ anspruchsvoll ist. Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. So. Da sind wir wieder 64. Ich bin nicht multitaskingfähig. Nein. So. Ich mache mal hier ein paar Treppen, ne? Und dann rede ich gleich weiter. So, 28 Stück. So, jetzt habe ich kein Dings mehr. Ja, auf jeden Fall unterstützt das das. Und ich weiß gar nicht, ob es solche Mods auch gibt, halt so Engine-mäßig. Oder ob es da tatsächlich jemanden gibt, der sich sowas schon mal programmiert hat. Zumal da auch die Frage ist, ist das überhaupt legal? Weil du greifst ja da. Die Mods greifen ja irgendwo auf das Spiel ein, aber. Oder greifen auf das Spiel zu. Aber die verändern ja was und fügen was hinzu. Und die Engine wäre ja was komplett Neues. Da kenne ich mich nicht so aus. Noch nicht? Aha. Nee, weiß ich nicht, ob das überhaupt legal wäre. Wenn es illegal ist, dann sollte man da die Finger von lassen. Ansonsten würde ich sagen, wäre es schon ganz schön, wenn es da was Besseres gäbe. Weil das ein bisschen schade ist, dass das in der Hinsicht teilweise nicht so schön läuft. Aber den Vergleich hatte ich ja auch schon mal. Battlefield 4 mit Minecraft und auch COD Ghosts. Was die grafisch so leisten oder was da auch drin ist, sag ich mal, so. Und was dann in Minecraft so drin ist. Das finde ich ist schon. Alleine so ist das ein Riesenunterschied und extremer Vergleich. Ich glaube, man kann das auch so nicht vergleichen. Es sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Spiele. Bei Battlefield hast du ja eigentlich nur so, dass du gehst durch und die Gegend ist halt alles schon vorprogrammiert und die Texturen. Es gibt nichts dahinter. Und bei Minecraft ist halt so, es ist überall noch was. Das heißt, da in die Richtung sind noch unglaublich viel hier. Ich kann halt überall hingehen. Ich kann auch nach unten gehen. Da ist auch noch jede Menge. Und das muss der PC ja im Endeffekt alles schon generieren. Du siehst es zwar nicht, aber der PC hat es schon gemacht. Und ich glaube, da ist Minecraft auch, oder deswegen ist es auch so anspruchsvoll. Also in Anführungszeichen, ne? Kommt ja auch immer drauf an, wie du was machst. Wir nehmen das Ganze ja auf hier. Da geht dann nochmal ein bisschen was an Performance flöten, weil das ja auch nochmal Energie kostet. Aber ich denke mal, so kann man sich das erklären, warum dann solche Spiele halt nicht ganz so krass sind wie das hier. Aber trotzdem ist es teilweise echt krass. Aber wir wollen jetzt nicht Minecraft schlecht reden, das ist ja trotzdem ein Hammerspiel. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie hier so gemacht habe, hier, Minecraft ist schlecht, spielt das bloß nicht, das stimmt nicht, das ist ein Hammerspiel. So. Sonst würde ich es ja nicht spielen, ne? Ja, es wäre auch ziemlich dumm, wenn ich das jetzt hier erzählen würde, Minecraft ist schlecht, und spiele das dann. Das ist immer sehr logisch, wenn man etwas schlecht redet, aber im selben Moment auch dann. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Spiel sein, es kann ja alles andere auch sein. Aber solche Menschen gibt es ja. Finde ich auch immer witzig. Etwas schlecht reden, aber selber das dann auch machen, was sie schlecht reden. Aber es gibt ja in jede Richtung und Weise komische Menschen. Was ja auch nicht immer negativ sein muss, Mensch. Ach, Mensch, 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 Mensch. Basteln wir einfach hier Treppen, dann brauche ich nicht so einen Unsinn zu erzählen hier, ne? Mach ja sowieso schon den ganzen Tag. Oh, schon 14 Minuten, Mist. Aber hey, wir bauen nochmal am Rathaus, das finde ich gut. Wobei das Dach kommt mir immer noch enorm klein vor. Im Vergleich zum Rest, da muss ich echt was machen. Das muss größer gemacht werden, vor allem nach unten hin. Muss ich da gucken, ja, schwer zu erklären. Gerade. Das steht ja jetzt hier nur einen ab, dass es halt noch zwei runter geht von da aus. Das wäre halt ganz praktisch. Da oben geht's, ne? Nee, wo waren wir denn? Da. Ah, okay. So. Ich glaube, wir kommen jetzt relativ weit mit unserer Menge an Holz. Vielleicht schaffen wir sogar das ganze Dach damit. Wir haben ja noch ein bisschen was.
vorratsmäßig nie so wirklich. Ich mache das hier noch eben Ende, dann muss ich auch schon Schluss machen. Leider, leider. Oh, ich werde angerufen. Na super. Okay, dann mache ich jetzt Schluss. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.